wunderschönen guten Morgen, meine lieben Diesel-Freunde. So erwartet uns also Frankreich, regnerisch, schlechtes Wetter, in Deutschland bei 29 bis 34 Grad losgefahren. Hier sind es jetzt 18 und so geht es halt seit Belgien schon. Ich will bis nach Nantes fahren, also ein bisschen südlich davon, ein kleiner Ort, kommen wir später noch dazu. Jetzt liegen auf jeden Fall noch 643 Kilometer vor uns und es geht dann noch ein bisschen weiter als bis dann diesen kleinen Ort, sondern ich will auch an die Küste. Das ist die Route. Ob ich jetzt über Paris fahre, schauen wir noch mal. Und das stellt sich noch so ein bisschen heraus. Aber ja, das erste Mal mit dem LKW durch Belgien, durch Frankreich. Auch alle Anmeldungen halt vorher durchgeführt und das einfach mal gemacht. Ich habe eine relativ leichte Maschine, 1,9 Tonnen hinten drauf, Liftachse oben und kann so auch schön den Durchschnittsverbrauch runterbringen. Die Hintour lohnt sich mal wieder sehr. Bei den Rücktouren kommt dann wieder dieser Aha-Effekt. Da kannst du nicht verdienen, da musst du nur gucken, dass du möglichst verlustfrei wieder rausgehst. Und das haben wir bis jetzt immer geschafft, das werden wir auch jetzt schaffen. Und auf jeden Fall freue ich mich auf die Strecke, ich freue mich auch auf das Wochenende an der Küste und hoffe da auf ein bisschen Sonne noch. Jetzt soll es erstmal relativ kühl bis da runter gehen und bin gespannt hier auf die französischen Straßen, werde jetzt erstmal hier beim nächsten Rasthof rausfahren und eine kleine Pause machen. Nördlich von Paris lang. Das ist für Freitagnachmittag sicherlich die richtige Entscheidung. Ich habe jetzt noch bis um 8 Fahrzeit, dann ist Schicht im Schacht, dann ist die Schichtzeit auch aus. Und morgen dann nochmal knappe 4 Stunden. Ja, bin ich entspannt an der See. Aber fährt sich super entspannt hier bis jetzt. Also. Und es ist SVG hier vorne. Hier funktioniert hervorragend in den Mautstationen. Aber vielleicht kann mir einer von euch helfen. Wahrscheinlich kriege ich es noch selber raus, aber für den aufmerksamen Zuschauer, wir haben hier rechts der lila markierten A29 noch eine Straße, die geht einfach gerade durch. Ist das eine Rue Nationale? Und die Rue Nationale sind ja mautfrei, ne? Mache ich dann nachher nochmal einen kleinen Instagram-Post, um da noch ein paar Infos zu kriegen. Kann man ja Geld sparen, ist ja nicht verkehrt.
schönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde, die von einem Rastplatz irgendwo in Nordfrankreich, Auberge Le, ach, irgendwas, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es bei Insta markiert, das ist auf jeden Fall westlich von Rouen. Hatte hier gestern eine schöne Pizza gehabt und die Lounge hier hinten fertig gemacht. Das da oben drin, beziehungsweise hier unten. Und ja, war richtig lecker die Pizza. Denn da hinten gibt es so einen kleinen Pizza-Automaten. Jetzt auch mal gucken, ob es hier fließend Wasser gibt. Weil ich muss den einen Wassertank wirklich gerne auffüllen, weil ich einen neuen Wasserhahn eingebaut hatte. Und oh, da drüben, da ist so ein Pizza-Automat. Und die war richtig gut, die war lecker, die Pizza. Ja. Mal gucken, wo es hier fließend Wasser gibt. Das ist eine ziemlich interessant. Also man sieht mal, wie es wirklich aussieht. Du kannst hier oben direkt dabei die Hände waschen. So, ist hier ein bisschen freier. Hier gerade Wasser holen hier drüben. Dann können wir uns mal diesen Automaten anschauen. So, einmal für Paninis und einmal für Pizzen. Genial, und die war gut, die war echt gut. Ich hatte die, die TNT, war lecker, kann ich sehr empfehlen. So, okay, dann gehen wir mal Wasser nachfüllen. Das wird, glaube ich, an dem Hahn, dem Kanister, ein Akt werden. Gut, ich lege euch mal weg. Ganz typische Brückensituation hier in Nordfrankreich. Wirst verjüngt von zwei Spuren auf eine Spur und dann kommt meistens so eine geniale Brückenkonstruktion. Oh, es ist schön, dabei einzuschlafen. Also es ist Balsam für Augen und Seele. Ach schön, das sind schöne Momente hier auf der Autobahn. Es ist natürlich heute Samstag, ist ultra entspannt. Kleiner Blitzkasten hier links. Und kaum Verkehr. Mal gucken, wie es am Montag auf der Rückfahrt aussieht, aber hier ist ohnehin halt nicht so viel los. Schon lichtern dann noch alles. Nein. Sag mal, was ist denn los hier? Man fährt nach Frankreich. In den, naja, Westen, Südwesten von Kassel aus und schaut mal die Temperaturen. Während es in Kassel 34 Grad waren, ist es hier die Hälfte. Sowas aber auch. Also ich gebe noch eine Chance am Meer, dass da wärmer wird. Ansonsten hat Frankreich bei mir... Nee, hat's nicht. Richtig Wetter. Wir sind mal an Speed zurückgenommen.
aber ihr wedelt es richtig rein. Weil wir sind auch nicht besonders schwer, vielleicht insgesamt 18 Tonnen. Uiuiui. Fahr rüber nach Mans, haben sie gesagt, zur Biscaya, das ist schön. Ja. Auf jeden Fall viel Wasser. Das geht jetzt hier schon 10 Minuten so. Und streckenweise waren ganz viele Franzosen am Rand und wohl völlig überrascht von dem Wetter. Ich habe mal die Geschwindigkeit auf 70 reduziert. Fühlt sich sehr gut an. Und da vorne fangen sie auch schon wieder an zu stehen. Deswegen habe ich lieber beide am Lenkrad und präsentiere euch die Ergebnisse. Eine typische Berufskraftfahr-Alltag zum Wochenende, wisst ihr ja, ne? Wochenruhezeit und so weiter. Ich habe mir dann wirklich das einfachste Hotelzimmer genommen, mit recht bescheidenem Blick. Das entspannt mich kaum. Nee, natürlich, es ist wunderschön hier in der Biscaya. Und jetzt geht es nochmal los auf einen richtig schönen, langen, erweiterten Spaziergang. Ist nicht mehr, es ist schon Wanderung. Da hinten runter jetzt erstmal zum Tourist Office, weil ich da morgen wissen muss wegen Taxi. Hier fahren nämlich nicht alle Tage welche. Hier, die Saison ist schon vorbei. Und ja, ich freue mich drauf. Frische Luft schnappen, weil mir ging es die Woche eigentlich ein bisschen dreckig. Irgendein Virus. Und ja, jetzt geht es langsam wieder aufwärts und deswegen frische Luft ist umso wichtiger. Ach so, ich vergesse mal dazu zu sagen, heute ist natürlich Sonntag. Und ich soll auch mal schöne Grüße bestellen an dieser Stelle. Schöne Grüße an Leo. An dich, ich denke an dich. So, Teil der Wanderung wird auch schon wieder kulinarisch. Also das ist meine Hand dazu, ne? Das ist der Kopf hier. Denke mal, liegt hier schon einen halben Tag. Viel länger nicht. Von da draußen kommt er her, Freunde. Von da draußen. Und jetzt geht's hier weiter. Schön auf den Stein.
Oh ja, das sieht gut aus. Die Sehne kann das auch wieder. Aber ich brauche beide Hände. Steinchen hier mit, wie eine Waschmaschine. Meine Hose ist komplett nass. T-Shirt auch. Abgeladen. Das hat eine Weile gedauert. Franzosen haben es ein bisschen komplizierter gemacht. Was heißt ein bisschen komplizierter? Deutlich komplizierter gemacht als die Jungs in Deutschland. Wir haben es in Deutschland in einem Teil aufgeladen und die Franzosen meinten dann, sie müssten es auf den LKW noch in zwei Teile zerlegen unbedingt. Ja, und da mein Französisch nicht so gut ist, als dass ich die belehren könnte, habe ich mich daneben gestellt und zugeschaut. Oh, da kommt was Schweres. Okay. So. Ja, aber insgesamt hat es gut geklappt. Ich habe auch eine gute Rücktour bekommen. Und jetzt hoffe ich, dass das Boot hier noch schlierenfrei vorbeigeht. Schönes Ding. 580er. Fahren wir mal vor. Dann entspannt sich das alles hinter mir. Wir sind noch zwei LKWs.
die jetzt nicht einfach mal hochfahren konnten. Geht das alles in sich auf. Aber auch schön kompliziert mit dem Kran runtergehoben, da hätten noch zwei Stapler gereicht. Aber gut, ist nicht meine Maschine. Ja. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal nach Averton. Dann nehmen wir die erste Teilladung auf und dann gibt es noch eine Riche von Paris, eine zweite Teilladung, was gut ist, weil ich nicht muss durch Paris fahren. Und dann geht es Richtung Deutschland. Auch Tiritari technisch lohnt die sich, was ja meistens mit den Rücktouren aus Frankreich, also zumindest von der Küste aus, ein Horror ist. Aber hier geht's. Deswegen, du musst rein verdienen, was du raus verlierst, im Grunde genommen. Aber hier verdiene ich auch raus und das ist gut. Hat das Sonntagskind mal wieder zugeschlagen, obwohl ich nicht an dem Sonntag geboren wurde. Mit Sicherheit nicht mit dem Anspruch aufgesagt, dass das in der Intonation richtig ist. Ja, perfekt. BMW mit Fahrer und Sozius oder Sozial. Perfekt auch in BMW-Sachen eingekleidet, inklusive BMW-Helm, so muss es sein. Der LKW ist jetzt geladen mit sagenhaften 4 Tonnen und ca. 4 Lademetern. 10 Paletten sind drauf. Und jetzt geht es weiter dann zum zweiten Ladeort. Das ist oberhalb von Amiens. Also da kommen dann glaube ich auch nochmal 4,8 oder 5 Tonnen drauf und 4-5 Lademeter als ein Teil.
und dann geht es weiter nach Deutschland, Salzkotten und dann nach Mecklenburg-Vorpommern. Also ist eigentlich eine Traumtour von Frankreich nach Mecklenburg-Vorpommern. Ist genial. Das ist süß hier. Ich finde irgendwie die französischen Ortschaften, die sprechen alle so für sich alleine. Da muss man gar nicht groß zu babbeln, das kann man auch einfach genießen. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, ein bisschen sonniger. Auf der anderen Seite bin ich auch relativ froh, dass es nicht regnet. Sind irgendwie ein bisschen so drin in der Pampa. Muss noch ein paar Kilometer fahren, um hier wieder rauszukommen. Und gerade durch einen richtig tiefen, weiten Mischwald gefahren, so richtig sattgrün. Herrlich. Und auch an der Ladestelle, die waren an der Entladestelle und Ladestelle, war so freundlich und bist du so zuvorkommend behandelt, höflich, wenn du ihnen auch höflich begegnest. Wurde auch geladen an der Ladestelle eben. Also, das macht schon Spaß hier, es macht Lust auf mehr. Jetzt unweit von Amiens in Flixcourt. Oder wie wir auf Deutsch sagen, Flixcourt. Ich weiß
jetzt erstmal zu einem ein, weil ich habe hinten am Trailer eine undichte Druckluftleitung. Die verliert ordentlich Luft, die jetzt mal mit Panzertape notdürftigst versucht abzudichten, kommt aber immer noch leicht Luft raus. Und wahrscheinlich hätte ich erstmal die ganze Druckluft rauslassen müssen und dann abkleben. Gott sei Dank, MAN gibt es überall und so ist der nächste MAN-Dealer 14 Kilometer entfernt. Und die Undichtigkeit kommt im Grunde genommen dadurch, dass zwei Leitungen aneinander reiben. Jetzt undicht und bei der anderen dauert es nicht mehr lange. Das heißt, die werde ich auch gleich austauschen und dann versuchen, so einen Kreuzhalter oder sowas dazwischen zu klemmen. So, Freunde, damit ist das Franz. Wieder verkackt. Also eigentlich wollte ich das Video mit der Brücke schon viel länger starten, habe es aber mit der Kamera wieder verkackt. Sollte so eine Abschlussaufnahme für die Franzosenfahrt sein. Naja, wäre auch besser gegangen. Ihr merkt, ich kriege jetzt nicht mehr die Kurve. War eine super schöne Fahrt. Gleich geht's Belgien raus. Und ich muss gucken mit der Fahrzeit, dass ich da noch rund komme. Sollte theoretisch klappen, aber ich schaue gleich mal oben in Ruhe, dazu muss ich aber stehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen, Abo kostet nichts, da könnt ihr mir sehr weiterhelfen mit dem Kanal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Tom. Ciao.